Mittlerweile ist der Schlussapplaus verklungen. Hier ein kleiner Rückblick auf die Premiere von A Spider-Murphy-Story vom Samstag. Kurz nach 19 Uhr, Spider-Murphy-Gang-Frontmann Günther Siegel erreicht stilecht im Cadillac den Schlossplatz. Viele Fans stehen Schlange und holen sich die ersten Autogramme. Eine Ebene höher im Spiegelsaal, dann wird Siegel mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Coburg begrüßt. Mit Auf geht's Rock'n'Roll verewigt er sich. Zwei Stunden später stand er selbst auf der Bühne. 30 Minuten lang stehende Ovationen und eine spontane Gesangseinlage von Günther Siegel. Vergesst München, ich bleibe in Coburg. Er war einfach hellauf begeistert. Ja, ich bin überwältigt. Also das war grandios. Ich habe ja nicht gewusst, dass man aus meinen Songs oder Songs von der Spider-Murphy-Gang die noch so toll interpretieren kann. Es ist ja nochmal großartiger, wenn da so Szenen dabei sind auf der Bühne. Das ganze Ensemble tanzt und singt und die Band hat super gespielt. Also ich weiß gar nicht, was sagen. Also könnte ja fast blären. So schön war das. Da kommt man auf Ideen, da könnte man den einen oder anderen doch mal wieder auf der Bühne spielen. Wir haben ja jetzt selber in 14 Tagen unser 40-jähriges Jubiläum, feiern wir ja zu einem Konzert in der Olympiahalle. Wir wagen jetzt mal die Prognose. Einem Auftritt beim Hook Open Air 2018 wäre Günther Siegel mit der Spider-Murphy-Gang sicherlich nicht abgeneigt. Und der Vater des Stücks, Matthias Straub, war einfach nur baff. Ich habe gehofft, dass es so wird. Und es ist so geworden und es ist natürlich ein Traum. Dass Günther Siegel noch auf der Bühne steht und selbst singt, noch ein größerer Traum. Es ist wunderbar. Es war ein legendärer Abend, der mit Sicherheit in die Annalen der Geschichte der Stadt und vor allem des Landestheaters Coburg eingeht.